Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist wieder Chrissy, Schnissy und X4. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Ja, dann schmeiß raus. Hier Raumfliegeneier. So. Oh, nun hab dich mal nicht so. Ah, wegwerfen. So ist gut. Unerwartet, genau. Ja, ich war mal kurz offline mit der Odysseus hier unten und habe hier die Station abgerissen von den KDHs. Also nicht ganz, sondern erstmal alle Container, alle Produktionsanlagen weggeknallt. Einfach mal, um hier wieder ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und hier werden wir dann auch nochmal hinfliegen und werden die auch nochmal abreißen. Die Hightech-Fabrik auf jeden Fall, da werden wir ein bisschen Action machen hier. Ich habe die Oddi und die Phoenix jetzt hier mal runter beordert, falls hier irgendwas passiert und hier irgendjemand angeschietert kommt und hier irgendwas will, dann werden wir den wegknallen auf jeden Fall. Ja. So. Was wollten wir machen? Wir wollten mal den Bau beobachten hier. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Der baut immer noch an den Höhlenteilen in Produktion, aber die sind fast fertig. Das ist gut und es nimmt jetzt langsam Form an und deswegen bin ich hier auch mal hergeflogen mit der Oddi. Das Riesending. Hier könnt ihr mal von draußen gucken. Da ist er, die fette Oddi. Und ja, da werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen positionieren zur Sicherheit, falls hier irgendjemand kommt. Dann können wir hier mal draufhauen, ja? So. Die Oddi wird jetzt aber kein... Wo ist sie denn? Wo ist denn die Oddi jetzt? Da ist sie. Die wird jetzt aber keinen Befehl mehr bekommen. Den muss ich jetzt mal nehmen. Inventar auswerfen. So, alle Befehle löschen. Und ich stehe jetzt mal auf. Und dann fragen wir mal den Piloten, ob der irgendwelches Inventar hat. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob er was aufgesammelt hat. Aber wir werden mit ihm reden. 5 ist das dann. Mehr. Und dann, ja. Da, der hat also nichts im Inventar. Also würde es uns geben, wenn er was hätte. So, jetzt ist die Frage, wollen wir denen ein Pilotenseminar geben? Der hat jetzt nur schon 2. Wie wichtig ist das, dass der ein guter Pilot ist? Eigentlich, meiner Meinung nach, gar nicht so wichtig. Auf Wiedersehen. Weil wir ja eigentlich ihm... Naja, wir geben ihm schon Aufgaben, die er erledigen soll. Aber meistens würden wir wahrscheinlich die Oddi selber fliegen. Ja, also... Würde ich mal sagen. Also wir heben uns das nochmal auf, das Pilotenseminar. Ich gehe mal davon aus, dass wir das vielleicht mal hier irgendeinem Miner oder sowas geben können. Das ist auch wieder so ein Thema. Er sagt wieder, er kann nicht handeln. Ich verstehe nicht, warum der immer sagt, er kann nicht handeln. Ich habe das hier nicht verstanden, weil wir haben ja hier sehen wir Handel durchführen. Da sehe ich aber nicht mit wem. Ja, da steht nur, dass er handeln wollte und nicht konnte. Und ja, hat denn da immer diesen Dings hier unten dran. Wenn ich ihn jetzt wieder wegklicke, dann ist das hier unten weg. Weil eigentlich kann er mit der Höhlenteilefabrik, kann er ja docken und kann auch abladen. Also verstehe ich nicht. So, hier haben wir eine Helios, den Frachter, der hat nichts zu tun. Den werden wir jetzt mir hinschicken, werden wir Waren transferieren und werden uns mal ein paar veredelte Metalle holen. Also ich denke mal so die Hälfte. 1800 kriegt die Helios nur rein. Ach, du Scheiße. Eieieiei. Oh. Oh, jetzt kann ich noch nicht abladen, weil die Container noch nicht. Weil die Container noch nicht gebaut sind, oder? Könnte ich wetten. Pass auf. So, hier, Helios. Fliegst du mal los jetzt irgendwann? Was ist denn hier? Warum ist denn hier eigentlich so viel Schnatter angezeigt? Was ist denn das hier? Es backt. Weil ich die Helios angewählt habe. Ach komm, hör doch auf. Nee, handelt nicht. Andere. So, damit ich hier sehe, was hier passiert. Du sollst jetzt mal Waren transferieren mit Ölteilefabrik. Und du kannst es nicht rüberschießen, weil... Weil? Warum eigentlich nicht? Ich habe ihm den Helios-Frachter gesagt, er soll jetzt veredelte Metalle holen. Die holt er jetzt. Und der nächste Befehl lautet dann... Waren transferieren mit Höhlenteilefabrik, nicht mit Baulager, ja, Höhlenteilefabrik. Und er kann sie nicht rüberschieben, wahrscheinlich, weil das Schiff kann diese Waren nicht transportieren. Ja, das ist immer so eine Standardfehlermeldung. Wir warten ab. Der fliegt jetzt erstmal rüber, holt den Scheiß da ab. Ich hoffe, er holt es ab. Was macht er denn? Wo fliegt er denn hin? Alter, alle Befehle und Aufträge abbrechen. Alle Befehle abbrechen. Alles klar. So, jetzt nochmal. Du fliegst hier hin, transferierst Waren. Erwarte Befehl.
machst dich einmal voll und bestätigst das. Und danach fährst du mit diesen Teilen bitte hierhin und transferierst die. Sieht nicht. Warum nicht? Kann das sein, weil wir kein Dings haben? Kein Bau-Dings hier, logische Übersicht. Erznividium, ja, haben wir nicht. Methan, doch, veredelte Metalle haben wir. Lagertyp Container. Ach ja, wir haben noch keine Container. Ja. Die bauen ja noch. Bauen die noch? So, warte mal, wir gucken mal, ob die noch bauen. Hier, wo ist denn unsere Nemesis? Da wollen wir uns mal hin teleportieren. Die steht ja. Ist geil, wie das Bild jetzt so wackelt. Und dann zuck, ist man da. Nemesis, Angreifer. Die steht ja hier. Ich grüße Sie. Bereit. Ich höre irgendwelche Schreiereien im Hintergrund. Da muss ich gleich mal ausrasten gehen. So, hier ist ja unsere Station. Also er baut jetzt gerade die weiteren. Also es hat da gebaut 6, 7, 8, 9. Die 9. baut er gerade. Ja, sieht so aus, oder? Wir bewegen uns mal hier ein bisschen. Ja, die 9. baut er gerade. Das heißt, er baut dann noch eine. Und dann baut er hoffentlich meine Container da oben drauf. Habe ich die noch dran? Ich hoffe, ich habe die noch im Bauplan, die Container. Ja, den Ladi-Container, ey. Das ist total blöd, dass ich die nicht hochschieben kann. Ja, aber wie gesagt, der baut die Station so, wie ihr die zusammensteckt. So, dann gucken wir uns mal hier unsere Kohle an, die wir hier so haben. Ich weiß immer noch nicht, welcher Reiter. Das ist der hier. Schätzwert akzeptieren. Höllenteilefabrik möchte Stationsbudget. Ja, haben wir ein bisschen Geld gespart. Und hier haben wir 3 Millionen gekriegt von der Metallveredelung. Alter, weiter. Ja. Frachtraum sind von großem Interesse für mich. Ja? Werfen Sie Ihre Fracht auf. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Sagt wer zu mir? Du willst es doch jetzt wirklich nicht mit mir annehmen oder aufnehmen, oder? Hast du jetzt nicht wirklich mich angefunkt, um jetzt hier Fracht abzuwerfen, oder was? Ach so, versuchst du das? Alles klar. Okay. So leicht werden sie uns nicht besiegen. Meinst du? Warum treffen denn meine Waffen nicht? Danke für deine Fracht. Hightech-Fabrik. Wo ist der? Erweiterter Satellit. Wo ist der? Rettungskapsel. Tut mir leid, aber ich lasse keinen Korsaren über, der mich hier beschießt. Tut mir leid. Das kann ich leider nicht tun. Wollt ihr wirklich, dass ich meine Fracht auswerfe, oder? Ist nicht sein Ernst, oder? So. Wo haben wir denn? Achso, wir haben Geld abgeholt, genau. Hier haben wir schon wieder... Ach, das ist die Polizei. Warum hat denn der so wenig Leben? Was ist denn da los? Das ist eine Jägerstaffel? Alles klar. Naja, wir können hier mal ein bisschen aufräumen jetzt, ja? Genau, stopp mal immer meine Frachter und alles und meine hier Miner, damit die am besten ja auch nicht machen. Genau. So, wir klicken mal hier wieder alles auf. Das ist leider nach dem Neustart vom Spiel. Jetzt ist ja der nächste Tag für mich mit der Aufnahme, weil ich ja auch mein Geld hier real und in echt verdienen muss. Und nicht mit irgendwelchen YouTube-Videos verdienen werde und kann und will. Deswegen müssen wir hier leider auch mal arbeiten gehen zwischendurch. Das heißt, für mich ist der nächste Tag. Ich weiß gar nicht, was ich euch im letzten Video erzählt habe. Manchmal gucke ich mir das letzte Video nochmal an, um für euch ein bisschen Anschluss zu haben. Aber jetzt weiß ich nicht, was wir machen wollten. Wir wollten irgendwas basteln. Wir wollten irgendwas machen. Jetzt haben wir mal zu tun. Ja, ist ja so nicht. Das ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Was mich jetzt wundert, ist, dass jetzt zwar hier ein bisschen Kohle reinkommt, aber gar nicht so viel.
Und die Korsaren schießen mir immer hier meine Satelliten weg. Das heißt, die beiden Satelliten sind aktiv. Die anderen hier hinten schießen sie mir immer weg. Man könnte natürlich jetzt hier das Fundbüro abklatschen, aber wir können ja auch mal rüberfliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir da docken dürfen. Ich weiß nicht, die lassen uns, glaube ich, nicht docken. Aber wir können ja mal drauf schießen. Einfach, um ihnen zu zeigen, wir sind da. Ja. Also die Station hier unten, die ich abgerissen habe, haben sie wieder aufgebaut. Die ist wieder komplett da. Da werde ich aber regelmäßig hinfliegen und werde da regelmäßig Sachen zerballern. Ja, also definitiv regelmäßig die Container und alles. Einfach, dass die Korsaren mir nicht auf den Sack gehen. Ist aber ein NPC, also die kommen so oder so wieder. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen, dass wir die eventuell ausrotten könnten. Ja, und hier unten können wir mal weiterfliegen, dass wir hier mal ein bisschen, ich würde ja sagen, wir machen heute mal, wollen wir heute Argonenrang machen und hier noch ein bisschen mit der Pegasus rumfliegen, das könnte man ja auch mal machen. Weil wenn ich die Pegasus nämlich hier reinfliegen lasse, dann könnte ich, glaube ich, sogar reinspringen. Also wir lassen die mal hier, bei den Hobbys sind wir ja jetzt hier Kumpels. Hier ist ja der Hobby-Dings hier, der Repräsentant. Hier werden wir nichts machen. Hatten wir hier nicht einen Satelliten stehen? Ja, hier haben wir einen Satelliten stehen. Hier haben sie auch schon ein paar Xenon abgeklatscht. Das ist gut. Das sind auch die Datentresore. Die müssten wir eigentlich auch noch machen. So, pass mal auf. Flieg mal dahin, Pegasus. Dann kann ich da nämlich reinspringen. Und ist schicki-lecki hier so. Ja, so, was haben wir hier? Ach, das ist der Nemesis. Da sitze ich gerade drauf. Okay. So, Pegasus fliegt los. Ist die Pegasus eigentlich immer noch kaputt? Nein. Wer hat denn die repariert? Oder war das die Pegasus? Wer war denn das? Wer hat denn, wo ich immer hier drauf geguckt habe? Hier, die Eule. Die Eule. Ah, die Eule ist eigentlich auch geil. Wir lassen mal die Eule hier hinfliegen und warten. Die können wir hier eigentlich auch mal herholen. Das ist geil. So, jetzt checken wir aber erstmal unsere Miner, was die hier so treiben. Also der holt Nividium und schläft. Wie viel Nividium ist da noch im System? 32.000 haben wir noch. Alles klar. Sehr schön. Der Gasminer tanzt. Nee, er fliegt gerade wieder zurück. Er muss ja was abgeliefert haben. Weil wo will er es sonst auch hinbringen? Das heißt, wir gucken uns nochmal ganz kurz hier unsere logische Übersicht an. Methan. Achso, das ist ja die falsche Station. Okay. Hier muss er das Methan hinbringen. Logische Übersicht. Die logische Übersicht. Oh ja, oh, 70.000, sehr schön. Aber wir stellen fest, da hat er ganz schön lange für gebraucht. Und wir brauchen ja mehr. Wir brauchen ja, glaube ich, 9.000 pro Stunde. Und lass mich mal gucken, was hat der für ein Cargo? Wo ist er, unser Gasminer? Gas? Nein, Gas? 35.000. Die Frage ist, wie groß ist Methan? Müssen wir uns angucken? Ach, das können wir uns ja sogar angucken. Wir haben ja eine Enzyklopädie. Dann suchen wir mal nach Methan. Und gucken mal, wie groß Methan ist. So, Methan hat 6 Kubik pro Einheit. Das heißt, wir kriegen durch 6 hier. Was haben wir? Was haben wir? 32.000. Wie viel hat der? Der Gasi-Masi-Miner? 35.000. 35 durch 6 lässt sich immer ganz gut rechnen. Wir können ja sagen, 30 durch 6 kriegt er 5.000 Einheiten rein. Ja, so ein bisschen mehr. 5.250, was weiß ich, irgendwie so. Müsste der reinkriegen. Theoretisch. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Aber ich bin ja kein Mathematiker und nur Maschinenbauer, deswegen ist das ja egal. So, der holt auch Nividium. Warum meinen die beide Nividium? Das verstehe ich nicht. Hat der Onkel genug Erz hier im Lager oder warum? Ne, hat er ja nicht. Ich verstehe das nicht. Warum lässt er die denn Nividium meinen, wenn hier kein Erz da ist? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich ihm gesagt habe, hier automatische Menge. Automatische Kaufmenge, genau. Das heißt, wir machen hier mal 100.000. Wer soll das halb voll machen? 100.000, halb voll. Halb voll. Na, hier so 101.000. So. Halb voll, der Rest Erz bitte. Erz darfst du ganz voll machen. Nividium, das brauchen wir ja später. Deswegen holen wir das jetzt schon mal hier raus. So, die Peggy ist schon fertig, die Pegasus. Ach, gucke an, die ist schon da. Die ist schon da. Guck mal, was haben wir hier? Medikamentenfabrik ist okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch eine unbekannte Station. Naja, pass mal auf, hier Pegasus, du kannst mal hier runterfliegen. Pass auf, hier hinfliegen. Dann fliegst du mal hier hin, dann fliegst du mal dahin. Dann fliegst du mal dahin. Und du fliegst jetzt mal hier eine Runde rum. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch so alles finden. Ja, ja.
So. Okay, es gibt hier auf der Map auf jeden Fall Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben, weil das habe ich auf dem Scan nicht gesehen. Ah, ist ein bisschen komisch. Ich weiß auch noch nicht, wie das hier funktioniert. Was man auf dem Scan sieht und was nicht. Hier, das ist doch schon wieder ein Korsar hier. Komm hier, wo ist hier? Wo ist hier unsere Gruppe hier? Unsere Fighter-Gruppe? Wo sind die denn? Hier. Hier? Jetzt hier, den da klatschen. Angreifen. Ne, hier Polizei könnt ihr vergessen. Den da jetzt abnatzen. Geht los? Geht los. Sehr schön. So. Weil die hacken hier immer und alles. Ich weiß nicht, muss man denn das Fundbüro klatschen? Damit die aufhören? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Hatte ich nicht noch ein Schiff gebaut? Achso, das war der Dings hier, der Merkur-Frachter, der Helios-Frachter. Hatte ich nicht noch einen? Ja, siehst du, ich habe da noch einen Frachter, genau. Der Helios macht hier Xingjiang und der fährt die veredelten Metalle hier rüber. Genau, hier haben wir eine Quest. Was ist das? Greife an, paar Zwischenprodukte hinter dem Meta-Angreifer, sammle ein unbezahlbare Kunst. Warum? Ach so? Nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber wir machen noch Quests, aber die machen wir hier drüben. Wir müssen bei denen hier auf jeden Fall noch hoch, bei den Hobbys. Und wir müssen bei den Argonen und Antigonen noch hoch. Und dann, ja, wäre schön, wenn wir das hier mit den Segaris noch hinkriegen. Und natürlich die Terraner müssen wir auch hochkriegen, dass wir die Terraner-Schilde kriegen. Wir können ja für die auch Missionen fliegen, das ist ja das Lustige. Die Missionen werden trotzdem angeboten. Auch wenn man keinen Ruf hat bei denen. Und man kriegt echt schnell Ruf, wenn man Minus hat. Also erwarte wirklich. Befehle. Alter, was passiert denn hier gerade? Ach so, guck mal, jetzt hat er sich wieder umgetüdelt und damit wird das jetzt ein Angriff gegen einen... Gegen einen Teladi. Ja, guck mal. Aber guck mal, wie langsam die fliegen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier kommen Befehl abbrechen. Das hat überhaupt keinen Sinn, was ihr hier macht. Das hat keinen Sinn. Entferne diesen Befehl. Hier, das hat keinen Sinn. Ihr kriegt den sowieso nicht. Ihr kriegt den eh nicht. Fliegt mal weiter, Patrouille. Da könnt ihr ja machen. Könnt ihr hier die Leute... Ja, den müsste man jetzt scannen, dann würde man den enttarnen, ja. So, hier oben haben wir jetzt kein Schiff mehr. Wir wollten ja eigentlich hier oben mal gucken, was hier so los ist. Aber wir sehen auch hier ein Konstruktionsschiff der Antigonen. Und die Antigonen haben ja auch ganz schön viel Party gemacht mit den Terranern zusammen. Hier sieht man ja einiges an kaputten Schiffen. Ich weiß nicht, ob sie hier schon rein sind. Also ich sehe die Verteidigungsstationen auf jeden Fall noch. Ob die noch da sind, weiß ich nicht. Ich bin mal da reingeflogen. Es hat keinen Spaß gemacht, kann ich euch sagen. War nicht geil. Ich weiß nicht. Wir brauchen eigentlich dieses Feld hier oben. Diese Verbindung. Weil hier haben wir denn Erze und alles und in Riesenmengen. Und hier könnten wir richtig eine richtige Station machen. Könnten wir richtig ausrasten. Aber das weiß ich noch nicht, ob das so eine geile Idee ist. So, jetzt ist die Frage von Büro. Da kann ich ja nicht docken. So. Ach, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen an der Stelle. Wir werden wahrscheinlich jetzt mal in die Pegasus jumpen. Wo ist sie denn? Ja, da ist sie. Jump, jump. Chris Crossebaker. Jump. Ach, zum Thema Jump, ja. Was ist denn eigentlich hier mit, was ist denn hier eigentlich mit Forschung hier? Es müsste ja langsam mal geforscht werden hier. Also das wäre mal schön. System, Wiedergutmachung des Kardinals. So, wie viele Sterne hat denn Pilotchen hier inzwischen? Oh, er hat noch nicht viele. Ist egal. Danke für Ihre Hilfe. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber bitte. Bitte. So, wir werden jetzt erstmal das Steuer an uns reißen. Danke für Ihre Hilfe. Ja, bitte. Oh, das ist schlecht. Wir werden jetzt erstmal abzischen, weil ich habe mit gegen die verliere ich auf jeden Fall. So, jetzt machen wir erstmal hier einen Scan. Und dann gucken wir mal, was hier noch so aufpoppt. Oh, scheiße. Der hat mich doch gekriegt. Es war blöd, sein Schild dann wegzuboosten.
Aber ist besser als zerstört werden, ne? So, da ist noch ein Gate. Haben wir das Gate schon auf dem Schirm? Ja, das haben wir schon auf dem Schirm. Das ist das Gate, wie wir hier reingekommen sind. Alles klar. Und was wir hier noch so finden? Ob wir irgendwas optisch erkennen können? Wir müssten eigentlich jetzt mal hier nochmal eine Kurve drehen. Oh. Ziehen jetzt hier nochmal eine Kurve. Gucken wir, ob wir hier noch auf irgendwas treffen. Ja, manchmal muss man den Sektor ein bisschen erweitern. Das kann man nämlich. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die Sektorgrenze ist die Sektorgrenze. Aber manchmal verstecken sich genau da irgendwelche Sachen, die total wichtig sind, wie zum Beispiel Datentresore oder sowas. Oh, hier ist auf jeden Fall Gas. Ein bisschen die Ebene anziehen. Da ist irgendwas da hinten. Unbekannte Station. Ja, also wir müssen auf jeden Fall mal hier ein bisschen erkunden. So geil, wie das Schiff übelst knarzt, ja. Das finde ich total geil. Hier ist noch ein Gate. Aber das war, glaube ich, inaktiv, genau. Hier haben wir noch was. Und das ist ja hier auch ganz weit außen. Alter, weiter. Ja, da sind noch zwei Stationen. Wer hat jetzt noch Befehle erwartet? Hier oben rechts ist ein Sprungtor. Rechts von uns, ja, aber das ist, glaube ich, inaktiv, steht da. Aber das sieht nicht inaktiv aus. Es leuchtet auf jeden Fall. Aber es ist inaktiv. Da ist noch eine Station. Da sind zwei Stationen. Achso, ja, die sehe ich schon. Die habe ich schon auf dem Schirm. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Waffenkomponentenfabrik. Waffenkomponentenfabrik, ja, geht auch. Laserturm Mark 1. Mhm. Laserturm Mark 1. Von Pontifex. Antimaterie-Wandlerfabrik. Die Materiewandlerfabrik, okay. So, pass mal auf, jetzt fliegen wir mal hier hin. Okay, hier sind drei Stationen, vier Stationen, da hinten ist noch eine. Wir müssen nach links. Okay. Ja, hier sind auch eine Station, hier ist ein Tor. Aber ist das das? Lutos, Laserturm Mark 1. Lutos, Mineralien, Verteidiger, Waffenkomponentenfabrik. Hier links ist noch ein Gate, okay. Das kennen wir. Und geradezu ist ein Gate. Links ist ein Gate, genau, und geradezu, genau. Das ist, Herkules, Drohnenbauteilefertigung. Drohnenbauteilefertigung. Okay, Würzplantage. So geil, wie das Ding so schnell anhält, ja? Ja, falsche Taste gedrückt. Okay, das haben wir auch. Ja, da haben wir hier wieder PGS. Okay. Nö, warte mal, ist das die Station, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe? Nein, das ist die nicht. Die hier. Ich will ja hier hin.
ja doch ein Gate. Oder was, hä? Nein. Ach, das ist da. Nee, 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 nee. Warte, 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 warte. Anhalten. Anhalten. Na, das hat sich überschnitten hier. Ja, das sah hier, wenn ich so rausscrolle, sah das aus, als wären die hier im System, die Fragezeichen. Sind sie aber nicht. Die sind hier. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwas Böses ist hier, warte. Hä? Wieso? Die Station habe ich doch schon. Willst du mich jetzt verarschen? Die sind doch eindeutig hier. Verstehe ich nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Elf sind wir bei Heiligen Orden jetzt. Das heißt, wir liefern jetzt auch schon hierher. Ist gut. Das nehmen wir mit, das Geld. Da fliegen wir jetzt durch die vier hier und dann reißen wir die Kurve rum und dann geht's rin ins Tor. Aber da der so schnell bremst, können wir uns jetzt erstmal ein bisschen gleiten lassen und dann an das Ding. Antrieb wieder an. Oh, oh scheiße. Naja, hat nicht funktioniert, weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe. Naja, passiert. Erreiche System. Andauernde Rachsucht. Hierhin erstmal fliegen. Gucken wir erstmal, weil wir können ja erstmal. Das ist komisch, da denkst du, die sind drüben im anderen System, sind sie aber ja nicht, die sind hier irgendwo. Aber was ist das hier alles? Na, Helios E, ist ein Frachter. Was ist das? Hightech-Fabrik. Ah, Hightech-Fabrik, alles klar. Ist das? Oh, das ist ja wirklich eine Hightech-Fabrik. Hightech-Fabrik. Alles klar. Ja, schneller, weiter. So. Und jetzt mal dahin fliegen. Genau. Was ist denn das? Na, das sieht nicht so gut aus. Das könnte irgendwas sein, was uns umbringt. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Da mitten im Weltall da so ein Steinehaufen oder was das sein soll. Ich hoffe, es bringt uns nicht um. Das wäre nämlich scheiße. Was ist das denn? Für eine Konstellation. Scheiße, 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 scheiße. Los weg, los weg, los weg. Aber die können wir abreißen. Ha! Das können wir mal probieren. Na, da kommen wahrscheinlich so viele Schiffe, dass wir hier gar nichts mehr reißen. Aber so eine Kark... Alter, was ist das? Kark-Verteidigungsnest? Verteidigungsnest und das ist hier Kark-Installation. Ey, lass uns die mal abreißen. Wir probieren es mal. Ich krieg das nicht hin. Ich werde sterben. Alles egal. Wir machen das. Wir probieren es. Wir probieren das. So, pass mal auf hier. Jetzt Oddi und Föni. Ihr beide positioniert euch mal hier. Alle beide. Fliegen sie jetzt beide dahin? Die fliegt hin? Wieso hatten die Energiezellen an Bord? Was? Wieso hatten die 2600 Energiezellen an Bord, die Oddi? Was sollen bitte? Warte mal hier, warte mal hier. Ferne diesen Befehl und handel mal hier. Was habe ich denn da gemacht?
Ach, die kann ich auch noch nicht loslassen. Die kann ich noch nicht wegbringen, weil. Weil Ordinator hier hat. Wir haben noch keinen passenden. Hier haben wir nicht. Quantumröhrenfabrik. Okay, haben wir gesehen. Quantumröhrenfabrik. Haben wir gesehen, ja, ja. So, jetzt geht's weiter hier. Ja, mehr haben wir ja nicht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich am Rand irgendwie. Ich muss aber sagen, ich fliege mit der Phoenix lieber. Die schießt irgendwie mehr, schneller, öfter als die Oddi. Aber die Oddi scheint irgendwie mehr auszuteilen. Habe ich denn eigentlich noch ein Eukalyptus-Bonbon in meiner Tasche? Oh ja, habe ich noch. Sehr schön. Na denn, hört ihr jetzt gleich wieder das Bonbon in Chrissy Mund? Aber ist egal. Oh, wir sind hier durch. Was haben wir? Lotus, Mineralien, Verteidiger. Hier ist noch Geld. Aber das ist natürlich bekannt, das Geld. Haben wir eigentlich noch Satelliten an Bord? Warte mal, ich muss aufstehen. Gab's nicht fürs Aufstehen auch irgendwie noch? Ey, kannst du mal bitte diesen Befehl entfernen? Hallo. Entferne alle Befehle. So. Und pass mal auf, ich hätte gerne mal hier einen Satelliten. Und 20 Stück, geil. Ich hätte gerne hier einen Satelliten. Ich hätte gerne da einen Satelliten. Nein. Ich hätte gerne hier einen Satelliten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, den so dicht daran zu stellen, aber wir wissen ja ungefähr, wie groß der ist. Eisraffinerie. Mhm. Ist denn hier Eis? Oh ja. Naja, geht aber. Ist nicht viel drin. Aber am Ende wird das ja ein Kampf werden, dann. Oh, hier, das ist fertig. Oh, jetzt fängt er mit der Energiezellenproduktion an. Ich freue mich. Ach, ich sitze nicht im Schiff, deswegen kann ich keinen Zinser machen. Ah. Wahrscheinlich werden wir die beiden Schiffe jetzt verlieren, aber ist egal. Wir probieren es aus. Kannst jetzt mal bitte den Satelliten auswerfen? Wie lange brauchst du denn? Was fliegst du denn hier so lahm? Kannst du Yassi eben? Flieg doch mal ein bisschen schneller. Oh Mann, ey. Das Feuer mit veredelter Metalle. Und der hat keinen Auftrag, weil er kann hier nicht ab reinschmeißen, weil wir keine Container haben. Warum hat meine Station bloß noch... Ach so, die hat kein Leben, weil sie noch im Bau ist, ja. Naja, 12 Minuten. Und dann ist die letzte Produktion fertig. Und dann geht's los mit der Energiezelle. Sehr schön. So, können wir jetzt mal bitte hier... Ich verstehe nicht, was du jetzt hier gerade machst, ja. Oh ja, ist auch schon wieder... Es ist hier Xenon. Aha. Okay, das ist, wenn wir die Xenon hier wegklatschen, dann kommen die nicht mehr, oder was ist denn? Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, können wir mal bitte... Ich kann mir das nicht angucken hier. Ja, ich kann mich angucken. Das dauert Stunden, bis der dahin fliegt, wohin soll. Mann, oh Mann. Aber jetzt müssen wir bei der Pegasus auf jeden Fall noch die Befehle löschen. Weil er sonst, wenn ich aufstehe, das dann macht. So, wir fliegen jetzt mal dahin. Und im Vorbeiflug werden wir einen Satelliten aussetzen. Der bewegt sich noch ein bisschen, weil er mit unserer Geschwindigkeit weiterfliegt.
Oder rechts sind überall noch Stationen. Da müssen wir noch hinfliegen. So, hört doch aber gerade, was hier wackelt hier. Wer schießt denn hier rum? War schon kaputt. Kaputt! Nividiumdioxid und Nividium. Ach, Oxid, nicht Dioxid. Ha, alles klar. Da. Oh ja, ja, jetzt habe ich aber mich verschluckt hier gerade. Aber wenn ich sehe hier nur zwei Stationen und da hinten sind drei Stationen. Okay. Ich habe hier hinten noch eine Station gesehen. War das die, die ich gesehen habe? Muss ja. Kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts weiter ist. Ah, das System ist auch ziemlich groß. Das sieht man ja hier, ne? Alter Falter. Wo ist ein Fragezeichen? Oh, ich hab schon wieder überzogen hier. Unbekanntes Objekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.